Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gehandelt hat. Bei einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag wurde bekannt, dass der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt hat. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistisch motivierten politischen Attentat aus. Am Rande der Sitzung äußerte sich Generalbundesanwalt Frank vor der Presse. Der Beschuldigte Stefan E. hat gestern Nachmittag ein Geständnis abgelegt. Er hat angegeben, die Tat, den Mord an Herrn Lübcke, alleine vorbereitet und alleine durchgeführt zu haben. Trotz dieser Aussage des Beschuldigten, als Einzeltäter gehandelt zu haben, wird Gegenstand unserer Ermittlungen sein, ob es Unterstützer, Helfer, Mitwisser, Mittäter gegeben haben könnte. Und genauso werden unsere Ermittlungen auch weiterhin darauf gerichtet sein, ob dieser Tat, diesem Mord, eine terroristische Vereinigung zugrunde liegt oder ob der Beschuldigte Mitglied einer rechtsterroristischen Vereinigung ist. Frank Bräutigam in Karlsruhe. Was weiß man über das Geständnis von Stefan E. bisher? Na, es hat nach SWR-Informationen, die aus Ermittlerkreisen inzwischen bestätigt wurden, gestern eine neue Entwicklung gegeben. Da hat der Beschuldigte um ein Gespräch gebeten und es kam dann zu einer Vernehmung. Und da hat er dann die Tat gestanden, sich auch zu seinem Motiv geäußert. Das sei die Flüchtlingspolitik von Herrn Lübcke gewesen, seine Haltung dazu, die er, der Beschuldigte, zutiefst abgelehnt habe. Und er sei auch auf jener Veranstaltung im Oktober 2015 gewesen, in der Lübcke sich zu seiner Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik explizit geäußert hatte. Diese Videos waren ja häufig noch mal zu sehen. Das ist der Stand der Dinge. Aber natürlich sind auch noch viele Fragen offen, sodass die Ermittlungen mit Hochdruck weitergehen. Gibt es denn schon Antworten auf die Frage, ob es sich um einen Einzeltäter oder ein Netzwerk gehandelt hat? Abschließende Antworten sicher noch nicht. Der Beschuldigte soll gesagt haben, dass er ein Einzeltäter sei. Aber das nehmen die Ermittlungsbehörden so hin, machen deswegen aber nicht die Akte zu. Das könnte ja gar nicht sein, das ist viel zu früh. Denn natürlich gibt es in der Vorgeschichte des Beschuldigten Hinweise zu Kontakten in rechtsextremistische Kreise. Und deswegen werden diese Möglichkeiten, diese Hypothesen zumindest weiter intensiv untersucht, ob es Mittäter, Hintermänner, vielleicht sogar Strukturen dahinter gibt. Das ist aber weiterhin offen, ausdrücklich. Das müssen die weiteren Ermittlungen dann zeigen. Was passiert jetzt nach diesem Geständnis? Was ansteht, ist, dass der Haftbefehl noch umgestellt wird, so nennt man das. Bislang gibt es einen Haftbefehl des Amtsgerichts vor Ort, deswegen sitzt er in Untersuchungshaft. Aber weil inzwischen der Generalbundesanwalt zuständig ist, muss hier der Bundesgerichtshof diesen Haftbefehl noch mal ausstellen. Dafür könnte es sein, dass der Beschuldigte in den nächsten Tagen auch noch mal hier in Karlsruhe vorgeführt wird. Und dann gehen die Ermittlungen weiter. Es gibt noch viele Fragen, die offen sind. Was ist eigentlich mit der Waffe? Da, denke ich, wird auch noch mit Hochdruck nachgeschaut. Und irgendwann geht es natürlich darum, eine Anklageschrift vorzulegen, um diesen Fall dann vor Gericht zu bringen und weiterzutreiben. Frank Bräutigam damit. Vielen Dank nach Karlsruhe. Auch der Bundesinnenminister Seehofer äußerte sich zum Geständnis im Mordfall Lübcke. Hier sehen Sie seine Pressekonferenz vom Vormittag. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gerade den Innenausschuss über den derzeitigen Stand der Ermittlungen, die Hintergründe informiert und bei dieser Gelegenheit auch mitgeteilt, dass der mutmaßliche Täter jetzt ein Geständnis abgelegt hat. Wir sind froh, dass dieser schnelle Erfolg stattgefunden hat und ich danke auch unseren Sicherheitsbehörden, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ich möchte aber auch deutlich darauf hinweisen, dass für uns damit die Aufklärung nicht abgeschlossen ist. Wir werden intensiv weiterarbeiten, ob es Mitwisser gab oder sogar Mittäter. Wir werden auch intensiv aufklären, in welchem Umfeld sich der mutmaßliche Täter in der letzten Zeit und in den letzten Jahren bewegt hat. Und ich glaube, das sind wir der Öffentlichkeit auch schuldig. Für heute bin ich sehr froh, dass wir aufgrund der Ermittlungsarbeit diesen ersten Erfolg des Geständnisses haben. Aber die Ermittlungen werden intensiv weitergehen
Und ich habe für die Bundesregierung dem Ausschuss versprochen, dass wir alles, was menschenmöglich ist, für die Aufklärung dieser schrecklichen Tat tun, ohne Ansehen von Personen und Institutionen. Herr Minister, wenn Sie sagen, das Umfeld müsste weiter aufgeklärt werden, heißt es, dass man bislang von einem Einzeltäter ausgeht oder wovon geht der BKA bislang aus? Nach dem, was ich gerade vom Generalbundesanwalt erfahren habe, sagt der Täter selbst, dass er ein Einzeltäter war. Aber das ist für uns natürlich noch nicht der Abschluss einer Ermittlung, sondern das wird bereits alles überprüft, sehr intensiv und muss auch weiter überprüft werden. Ich sage nochmal ausdrücklich, damit ist die Aufklärung dieses politischen Mordes noch nicht abgeschlossen, sondern sie wird intensiv von allen Sicherheitsbehörden des Landes Hessen und des Bundes weiter betrieben. Inwiefern hat sich der Täter zu einer möglichen Motivlage geäußert? Das sollte Ihnen jetzt der Generalbundesanwalt, wenn er den Saal verlässt, Auskunft erteilen. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus diesem Fall, unabhängig jetzt nur von dem Fall als solchen? Welche Konsequenzen generell ziehen Sie? Die Konsequenz ist, dass wir den Extremismus generell und den Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland, den ich für sehr gefährlich halte, durch eine Verstärkung der Sicherheitsbehörden personell und in der Sache, auch durch die Überlegung, welche rechtsextremen Organisationen und Institutionen wir verbieten können. Sie wissen vielleicht, dass ich einer der Hauptbetreiber des Verbots der NPD war, als Ministerpräsident des Freistaats Bayern seinerzeit. Und dass wir vor allem in der Analyse der Strukturen im Rechtsextremismus noch Verbesserungen herbeiführen müssen. Also nicht nur Einzelpersonen im Blick zu haben, sondern auch hinter diese Einzelpersonen zu schauen, wo bewegt sie sich, mit wem hat sie Kontakt. Und da ist natürlich auch das Internet eine ganz wichtige Zielscheibe der künftigen Maßnahmen. Konkret heißt das, welche Organisation können Sie sich vorstellen, dass die verboten werden? Combat 80? Ich habe das mehrfach heute im Ausschuss auch angekündigt, dass wir das ernsthaft prüfen, was rechtsstaatlich möglich ist, und bitte Sie jetzt um Verständnis, dass ich ähnlich wie die Ermittlungsbehörden mehr im Moment nicht dazu sagen kann. Aber der Auftrag, dafür ist ja das Ministerium zuständig, der Auftrag ist erteilt. Der Verfassungsschutz warnt ja, dass im rechten Spektrum die Grenzen ein bisschen verschwimmen zwischen extremistischen Gruppen und Bürgern, die irgendwo mal mitdemonstrieren, mitlaufen, gar nicht so genau vielleicht wissen, wer da ist. Haben Sie in diesem Zusammenhang eine Botschaft an die Bürger? Ja, dieser Teil, wir haben jetzt gerade über Strafverfolgung, über Konsequenzen aus diesem abscheulichen Mord gesprochen. Aber es geht nicht nur um Strafverfolgung, es geht auch um Überlegungen, die Sie jetzt ansprechen, der Prävention. Ich kann den Bürgern und Bürgerinnen nur sagen, mit Rechtsextremen geht man keine Verbindungen ein, auch keine Sympathiebekundungen, sondern Demokraten distanzieren sich von solchen Personen, und zwar eindeutig. Rote Linie. Das gilt für jeden Bürger. Und darum bitte ich auch, dass uns die Bevölkerung hier unterstützt, in der klaren Grenzziehung gegenüber dem Hass, gegenüber Antisemitismus. Ich weise noch mal darauf hin, dass ich auf die Problematik Antisemitismus und das 20-prozentige Ansteigen der Straftaten in diesem Feld vor einigen Wochen schon hingewiesen habe. Antisemitismus, Ausländerhass, Hassparolen, da gibt es Nulltoleranz in unserem Staat. Wir tolerieren da nichts, und wir haben dann Erfolg, wenn uns die Bevölkerung in dieser klaren Grenzziehung unterstützt. Das ist der wichtigste Beitrag, den eine Bürgerin und ein Bürger leisten können. Die klare Distanzierung und die klare Grenzziehung zu solchen Kräften.